guten Tag, Herr Dr. Friedrich. Wir sind heute hier, um uns über die Themen Snowflake und autonomes Data Warehouse von Oracle zu unterhalten. Ich beginne gleich mit meiner ersten Frage. Worin bestehen denn die generellen Unterschiede zwischen dem klassischen DWH, dem autonomes Data Warehouse und Snowflake? Gut, das klassische DWH ist ja ein DWH, das man on-premises betrieben hat oder auch vielleicht schon in der Cloud auf einer gemieteten Infrastruktur, also IaaS. Da hat man die ganzen DBA-Tätigkeiten alles noch selber zu machen. Ja? Das heißt, das ganze Management der Datenbanksoftware, aber auch solche administrativer Tätigkeiten wie Speicherplatz etc. liegen bei einem selbst nach wie vor. Ja. Das ist eigentlich nur Outsourcing plus sozusagen. Services wie das Autonomous DWH und Snowflake dagegen gehen einen Schritt weiter. Die sagen, wir sind gemanagte Data Warehouse Services. Das heißt, bei mir musst du nur deine Daten einspielen und kannst sofort loslegen. Das ganze Management der Software, der Infrastruktur, der Speicherung etc., das übernehmen alles wir. Und insofern, für den Kunden heißt es natürlich im besten Fall eine sehr stark erhöhte Agilität in seinem Vorgehen. Und da muss man eben gucken, wie das kostenmäßig ist und wie das zu den Prozessen passt, die man hat im Unternehmen und was man erreichen will. Sehr schön. Wo liegen denn die Einsatzfelder der unterschiedlichen Technologien? Vor allen Dingen, wenn ich jetzt in Richtung ADW und Snowflake gucke. Also das kann man eigentlich so ein bisschen vergleichen, wenn man die alte On-Premises-Welt nimmt, dann ist Oracle eben Oracle, eine Multi-Modell-Engine, mit der man so ziemlich alles machen kann. Graphen, Spatial, Data Warehouse, OLTP-Systeme, also der Supertanker, der alles kann. Und Snowflake ist dann im Vergleich zur On-Premises-Welt mehr Teradata. Mhm. Nicht von der unterliegenden Technologie, aber das ist ein One-Trick-Pony. Die machen Data Warehousing mit ihrer Engine und nichts sonst. Da sind sie innovativ, weil es eine Cloud-Native-Architektur ist. Also die wurde praktisch entwickelt, nicht wie Oracle vor 40 Jahren, als man Server und Clients hatte, sondern als die Cloud-Infrastrukturen schon da waren. Und das bringt einige Vorteile im Handling, aber sie haben sich wirklich fokussiert bei der Produktentwicklung auf genau dieses eine Thema. Und das ist schon wichtig. Wie sieht es denn mit der Sicherheit meiner Daten aus? Was habe ich denn da für Möglichkeiten bei den beiden Technologien? Also die Sicherheit der Daten, da gibt es ja verschiedene Aspekte, die zu betrachten sind. Einmal der Zugang zu den Daten, also Authentifizierung, Autorisierung, dann der Zugriff innerhalb des Systems, welche Daten darf ich sehen, und dann solche Basisbegriffe wie Data in Transit, Data at Rest, also Verschlüsselung der gespeicherten Dinge. Und da sind eigentlich alle Cloud-Anbieter stark, muss man sagen. Ja, das heißt also Verschlüsselung at Rest, wenn die Daten gespeichert sind, die werden sowohl im Autonomous Data Warehouse wie bei Snowflake encrypted und so weiter. Wenn es um den Zugriff der Daten geht, wenn ich schon drin bin, da ist jetzt Oracle weiter. Snowflake ist ja ein sehr junges Produkt. Das heißt, die sind dabei, Feature nachzuimplementieren, die andere schon haben praktisch. Also sowas wie Virtual Private Database, Row-Level Security gibt es in Snowflake noch nicht. Da wird dran gearbeitet, aber das wird noch ein bisschen dauern. Das heißt, wenn ich solche Anforderungen habe, dass ich für verschiedene Länder, Fachabteilungen, sonst wie Datenzugriff trennen muss auf der Datensatzebene, das gibt es da nicht. Auch Data Redaction, was Oracle ja wohl bald in der Open World angekündigt hat mit dem Data Safe Service, dass man Redaction Policies auch in ADW benutzen kann, das ist bei Snowflake noch nicht da. Der Zugriff auf den Service dagegen, den hat Snowflake sehr stark integriert mit dem jeweiligen Cloud-Hoster, den sie benutzen. Also zum Beispiel bei Azure hat Snowflake eine volle Integration, kann man fast sagen, mit Azure Active Directory. Also inklusive Anlegen von Usern in Azure im Identity Provider und das Pushen, sodass die User im Snowflake-System angelegt werden. Und da ist Oracle noch davon entfernt. Also ich kann nicht im Oracle Identity Cloud Service einen User eröffnen und der erscheint bei mir in einer gewünschten ADW-Instanz als Datenbank-User. Okay. Ja. Also da gibt es eben, es ist eben bei fast allen Gebieten so, auf der einen Seite hat der eine ein bisschen was und bei dem anderen fehlt noch was und man nähert sich so aneinander an. Ja, dann bedanke ich mich sehr für den informativen Beitrag von Ihnen. Vielen Dank, danke, dass Sie mich da hatten.